Gut, dann schauen wir uns doch mal ein bisschen in den anderen Regionen um, die wir nur mit dem Teleporter erreichen. Wobei, nee, wir schauen erstmal kurz hier oben noch nach. Halt, hier lang. Wir schauen noch mal kurz in der Einsatzzentrale nach, in der Kommandozentrale. Hier gibt es doch auch meistens noch jemanden. Okay, diesmal aber nicht. Ey, du da aus Klasse 0, ich brauche deine Hilfe. Besiege einen Striker für die Kommandozentrale in der Ivern-Region. Nö. Ich habe einfach keine Lust, nochmal rauszugehen jetzt. So, aber wir schauen mal kurz hier im VP-Shop. Denn es könnte sein, dass es hier irgendwelche neuen Sachen gibt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so richtig. Ich sehe jetzt auf die Schnelle ehrlich gesagt nichts. Was ist eigentlich das rote Käppchen? Alle Magie plus 18. Ja gut. Magie benutze ich jetzt nicht so oft, muss ich zugeben. Nee, sieht nicht so wirklich danach aus, als ob es hier irgendwas gibt für mich. Irgendwas wollte ich gerade noch, ich weiß aber nicht mehr was. Egal. What? Dieses Mal stehen wir echt mit dem Rücken zur Wand. Aber in solchen Zeiten blühe ich erst richtig auf. Natürlich. Gut, hier gibt es also nichts weiter für uns. Dann lass mal zu den anderen Sektionen hin teleportieren hier. Das Magieportal aktivieren. Natürlich. Gibt es denn irgendwas hier oben bei der Magiefakultät? Ne. Professor Alraysha Dr. Alraysha zieht sich auch so ein bisschen zurück, habe ich das Gefühl, wa? Die kocht auch so ihr eigenes Süppchen, aber die scheint ja sowieso irgendwie mit dieser ganzen Sache mit den Kristallen ein bisschen mehr zu wissen als alle anderen, habe ich das Gefühl. Die macht ja sowieso immer ihr eigenes Ding letztendlich. Okay, schauen wir mal ein bisschen im Rüstungslabor. Vielleicht gibt es hier irgendwas, was wir auch kaufen können. Mal sehen. Aber jemand zum Reden vielleicht? Nein? Hier ist nicht viel los, habe ich das Gefühl. Mit Gesprächen. Na gut, dann lass mal kurz hier schauen. Ob es denn irgendwas Dolles für uns gibt. So, die 35.000er Waffen, die müsste ich alle schon gekauft haben. Die sollten alle nicht neu sein. Kristallkugel, die hatte ich vorhin freigeschaltet, glaube ich. MP plus 30%, alle Magie plus 10. Eigentlich gar nicht mal so übel, ne? 12.000 natürlich ziemlich teuer. Ich kaufe mal eine. Keine Ahnung, ob ich sie brauche. Aber ich werde später mal schauen, ob ich jemanden finde, dem die gut steht, die Kristallkugel. Habe ich irgendjemanden, der sehr magielastig ist? Ich weiß ehrlich gesagt gerade niemanden. Vielleicht Deuce? Wobei ich auch Deuce immer bloß einen einzelnen Zauber verpasse. Naja. Weil ich bei Deuce mir halt immer dieses Wiederbelebungsding offen halten will. So, wie sieht's denn... Ich dachte es mir fast, da steht wieder jemand direkt dahinter. Wie sieht's denn hier aus? Wer bist du denn? Dich kenne ich, glaube ich, noch gar nicht. Aria, ich hoffe, es geht dir gut. Du doch auch, oder? Ach, du bist auch eine von den Offiziersdienern. Du siehst so anders aus, Mensch. Ihr seid doch sonst alle immer Einheitsmodell. Willst du wissen, warum Aria in Melites war? Na, auf jeden Fall. Ich habe gehört, dass Aria Kommandant Kurasame nach Melites begleitet hat, um euch zu helfen. Sie wirkt immer so ruhig, aber sie hat ihren eigenen Kopf und einen starken Willen. Aria, sie hat bestimmt Angst. Bitte, ihr müsst sie schnell retten. Das Video Schweigen ist Gold wurde den Annalen des Feuervogels hinzugefügt. Okay, da sollten wir nochmal schauen gleich. Gut, sonst irgendjemand hier? Nein. Dann weiter in den Salon. Salon, Gemeinschaftsraum. Ich kann die nicht unterscheiden voneinander. Salon. Genau, Gemeinschaftsraum war das, wo wir gerade waren. Wie sieht's denn hier aus? Da drüben. Wunderbar. Hello. Hello. Ach, ich habe noch eine Bitte. Könntest du mir noch einmal ein klein wenig Gil leihen? Je mehr Kapital, desto mehr Profit kann ich machen. So läuft das halt. 10.000 Gil wären mehr als genug. Wie sieht's aus? Ja, ich hab's doch, natürlich. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Du wirst es nicht bereuen. Also ich bin es ja eigentlich gewohnt, Sachen zu kriegen, wenn ich mit den Leuten rede und meine Zeit verschwende und nicht auszugeben. Aber na gut, was soll's? I'm busy. Please make it quick. Machina hat sich in Melites wirklich seltsam benommen. Es hat ihn nur so sehr beschäftigt. Naja. Things eben, ne? Wir wissen ja, was ihn beschäftigt hat. So.
Was haben wir noch? Die Himmelsterrasse? Wir haben schon wieder Ende des Tages, ne? Da sitzt bestimmt wieder Emina da oben rum. Ja. Von dir will ich aber nichts, Mädel. I missed you. Dieser neue Badeanzug ist etwas gewagt, aber sehr hübsch. Viel zu schade, um ihn nur in meinem Zimmer anzuziehen. Hoffentlich kann ich bald an den Strand. Oh, ich kann die Alte nicht leiden. Komm, weg von der. So, ich würde sagen, da gehen wir dann gleich nochmal hin, wenn wir den letzten Tag angebrochen haben, weil die eben immer in den letzten 6 Stunden hier auftauchen. Also Emina da oben und der andere, wie ist er, in Katsuya oder so? Keine Ahnung. Der Wissenschaftler eben in seinem kleinen Vergewaltigerkeller. Aber wir gehen noch kurz zu den Chocobo-Stallungen, bevor wir uns dann mal ein bisschen im Klassenzimmer umsehen. Denn, hier ist zwar niemand weiter. Na, meine Kleinen. Piep, piep, süß. Kleinen, dicken Hutzelchen. Ja, genau, hier ist ja nichts weiter, aber wir haben noch irgendeine Zucht am Laufen garantiert. Deine Küken sind nun ausgewachsen und können eingesetzt werden. Na dann, her mit dem Federvieh. Ein Militär-Chocobo, ein Kampf-Chocobo, ein Kampf-Chocobo. Alles klar. So, und ich würde sagen, wir beginnen mal eine Zucht mit dem Phantom-Chocobo. Und ja, nehmen wir einfach mal einen weiblichen, normalen Chocobo und geben das Kraut mit dem... Wo haben wir es denn? Väterliches Erbgut, genau. Mit dem väterlichen Erbgut rein. Voraussichtliches Zuchtergebnis Phantom-Chocobo, genauso will ich das. Stellen wir uns doch erstmal ein paar davon her. Und wenn wir dann ein paar davon haben, können wir die auch mal in der Zucht mit einsetzen. Als Kreuzung mit den Kampf-Chocobos oder den Aggressor-Chocobos, meinetwegen. Muss man mal schauen, vielleicht kommt da ja irgendeine Mischung raus aus den beiden. Vielleicht wird es auch einfach bloß ein paar Aggressor und ein paar Phantom-Chocobos geben. Kann ja auch sein. So. Klassenzimmer. Es gibt auch garantiert wieder ein bisschen Unterricht, den wir besuchen können. Und vielleicht sollten wir auch mal hier oben im Erzkristallium vorbeischauen. Kann ja sein, dass mal wieder Queen da oben vielleicht rumsteht und mit uns reden will. Sie steht da, aber sie will nicht unbedingt mit uns reden. Take a break every now and then? Die Akasha-Chronik. Es heißt, unser Schicksal sei in ihr niedergeschrieben. Ich kann nur die Aufzeichnungen über die Vergangenheit lesen. Na gut. Nichts Wichtiges also. Ich denke mal, wir werden schon noch ein bisschen mehr über die Akasha-Chronik erfahren später. Jetzt wird es aber erstmal wieder Zeit für ein bisschen Unterricht. Viel ist hier nicht los. Trey ist der Einzige. Na gut. Oh ja, sehr gut. Da gibt es wieder einiges für die Magie zu lernen. Wunderbar. Steigerung der Feuermagie. Feuermagie für Anfänger beinhaltet mehr praktische Lektionen als I1. Die Eigenschaften von Feuermagie. Wie man das vermeidet, sich selbst in Brand zu stecken. Ja gut, das Zeug, was vorher auch schon da stand. Aber mehr praktische Lektionen, das ist doch schon ganz gut. Los geht's. Hier sind die Tests von letzter Woche. Was? Wie kann das sein? Ich habe nur 98 Punkte? Wieder 8 Punkte mehr als ich. Dann habe ich ja 2 Punkte mehr als du, Trey. Wow, Leute! Wenn ich meinen Test umdrehe, habe ich 99 Punkte. Ich glaube, den Text hatten wir schon mal, oder? Der kommt mir irgendwie bekannt vor. Gut, Feuermagie gesteigert. Dann machen wir das gleiche auch nochmal mit der Eismagie und der Blitzmagie. Oh, das ist noch Eismagie für Anfänger. Okay. Erlernen von Eis GWR. Ich weiß schon gar nicht mehr, was GWR war, ehrlich gesagt. Ich glaube, das waren die einfachen Geschosse, ne? Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, denn diese Bereichsdinger, die direkt um einen drumherum diese Wellen auslösen, die finde ich irgendwie nicht allzu praktisch, muss ich sagen. Gut, schauen wir mal rein. Size, aufgewacht! Nenn mir die Hauptstadt Concordias. Mahamayuri, das ist ja wohl klar. Das weiß ja sogar nein. Size, du bist ja richtig schlau. Du dachtest, sie gehört eher in eine Riege mit Sunk, oder nein? Ja, in deine Riege halt, Jack. Hatten wir auch schon den Text. Glaube ich. Gut, egal. Wir haben den Zauber freigeschaltet. Jetzt noch Blitzmagie. Blitzbombe. Gut, die werde ich niemals einsetzen wahrscheinlich, aber wir lernen es trotzdem mal.
Gut, das mit den Tests, das klicke ich dann jetzt doch mal wieder weg. Neuer Tag und Blitzbombe freigeschaltet. Gut, die letzte Lektion, Defensivmagie. Defensivmagie für Anfänger mit mehr praktischen Lektionen. Gut, auch das wieder weggedrückt, ist ja schon wieder dasselbe. Medica freigeschaltet, so. Okay, wir schauen mal ganz kurz hier draußen im Hinterhof nach, ob es hier noch jemanden gibt, der mit uns reden möchte. Oh, hier. Commander? What are you doing here? This war has been weighing all of us down, Cadet. Even I need to take a load off once in a while. You've had plenty of time to lounge around while we were gone. Does my attitude offend you? Of course. How could we not be offended by your attitude? You're our commanding officer, aren't you? Correct. Which is why I will only state facts to you. Facts? Are you implying the claim that we assassinated the Queen is a fact? No. The world believing that you did so is a fact. Here is another fact. The Consortium is pinning all the blame on Class Zero. But that's... For those on the battlefield, there's no room for words of sympathy or comfort. Tell us something we don't know. But this is neither a battlefield nor an official setting. Mm-hmm. I'm glad you made it back. Well, if you had not come back, my workload would have gone down significantly. However, I also admit having you lot around keeps me on my toes. Commander... The next operation will be the biggest one yet. I will not forgive you if you die easily. As your commander, your deaths would negatively affect my evaluation. Well, what about you? When was the last time you were in battle? The day I need you to worry about me will be my last. Mensch, der Eisblock ist ein bisschen aufgetaut und hat mal Gefühle gezeigt. Ist ja Wahnsinn. Gut, also, Kurasame macht sich auch ein bisschen Sorgen um uns. Das ist doch schön zu wissen. Er ist auch ein guter Mann, denke ich. Also, wenn er Härte zeigt nach außen, dann ist es halt, weil er sich hart geben muss. Kommt mir zumindest immer so vor. Aber er scheint schon ein guter Kerl zu sein. So, schauen wir nochmal kurz auf der Himmelsterrasse vorbei. Emina sollte jetzt gerade nicht da sein. Sind ja noch 8 Stunden offen. Ah, wunderbar. Da steht er doch schon wieder. Mensch, der Kerl ist auch überall. Hey, is it true? Word has it that it's our fault that you have to go out on this next mission, yo! Is that any way to address your commanding officer? By the crystal, you are a child. Don't go changing the subject. It was not your fault. If anyone's to blame, it is me. I don't give a damn about any of that! I mean... Will your body even hold up in a large-scale operation like this in the first place, yo? I can still use magic, but the body does not lie. I can't move like I used to, so I am not truly fit. I am no longer the Ice Reaper of old. Still, I'm not completely useless. Huh? You mean you'll be all right supporting the Lassie? The things I hear from you, after all this time at war. There's no such thing as all right on the battlefield. Have you not learned? None of that matters, all right? Would it really matter to you if I did die? Of course it would! Look, I may not like you, but you're my CO. If I let you die, then it looks bad on my part. And if you die because of us, we'll get the heat for it. Don't worry. If I die, the crystal will wipe your memories. I doubt we would forget you. Seriously. I mean, you're
Class Zero's commander. I see. In that case, I will pray that you'll remember me. As your commanding officer, and a real pain in the ass. Yeah, you got that right! We couldn't forget an annoying guy like you if we tried! Don't flatter me. Just make me proud on mission day. Ich fürchte, Kurasame wird die Sache nicht überleben am Ende. Was ziemlich traurig wäre, muss ich sagen. Aber naja, was willst du machen? Es deutet sich zumindest so an, finde ich. Und ich verstehe irgendwie nicht, warum die ihn alle nicht leiden können. Ich meine, er ist doch in Ordnung. Ich verstehe das gar nicht so richtig. So, ich würde sagen, wir nehmen uns mal irgendjemanden, mit dem wir noch im Vergewaltigerkeller vorbeischauen können. Ach, ich weiß nicht mehr, mit wem ich schon dort war. Ich glaube, mit Queen war ich noch nicht dort, oder? Wir probieren es mal. Wir schauen mal mit Queen dort vorbei. So, dann können wir die restlichen 6 Stunden auf die Art und Weise noch verbringen. Ich meine, wir müssen sie ja nicht ungenutzt verstreichen lassen. Wir können die Zeit ja auch nutzen, einfach. Halt! So, mein Freund. I've been waiting. Aha. Der Kerl. Hallo? Hä? Was war das denn? I've been waiting. Okay, dann suchen wir uns mal noch jemand anderen, mit dem wir hier vorbeikommen können. Das war gerade sehr bizarr, muss ich sagen. Einmal nichts sehen und nichts hören. War das wirklich so geplant? Ich weiß es nicht so richtig. Das wirkte irgendwie falsch auf mich. Aber gut, der Kerl macht ja eh, was er will. Ich weiß auch noch nicht so richtig, was er da eigentlich tut mit uns. Also, so richtig leuchtet es mir noch nicht ein. Mir fällt aber gerade auf... Oh shit, ich befürchte, wir werden das gar nicht fertig machen können. Oder waren wir mit Makina... Doch, wir waren mit Makina schon mal dort, ne? Ich werde mal Ram nehmen, weil ich die Befürchtung habe, dass die auch irgendwann weg sein wird. Ganz einfach, weil wir ja bestimmt mit allen Charakteren der Klasse 0 mal dorthin müssen. Und, Makina ist jetzt schon weg. Ich glaube auch irgendwie nicht, dass er wiederkommen wird, ehrlich gesagt. Oder zumindest nicht als Mitglied der Gruppe. Und Ram, wie gesagt, könnte ich mir vorstellen, dass die auch verschwindet. Dann nehmen wir die doch jetzt erstmal rüber. I've been waiting. So beautiful. The human body, it truly is a work of art. I want to make one with my own 2 hands. And for that, research. Na dann, ich mache mal eine ganz kurze Unterbrechung, wir sehen uns gleich wieder. Okay, weiter geht's. Ich habe gleich mal den Charakter gewechselt. Schauen wir mal, was er so Schlimmes mit Cater anstellt. I've been waiting. Come to think of it, Amina has quite an interesting mark on her back. Not that I care one way or the other. Ich weiß nicht, was das jetzt gerade mit unserem Thema zu tun hatte. Versammelt euch im Luftschiff-Dock, okay? Aber gut, hat sie halt ein seltsames Zeichen. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht irgendwas mit dem Verdacht zu tun hat, dass sie eine militische Spionin ist. So, wir schauen aber nochmal ganz kurz hier ins Kristarium rein, in die Annalen. Denn wir hatten ja noch ein Video freigeschaltet. Das müssen wir jetzt bloß erstmal wieder suchen gehen, das ist das Problem. Ja, wo auch immer das sein könnte. Ich glaube weiter hinten mit den anderen zusammen wahrscheinlich. Hier irgendwo, kann das sein? Oder hier? Nee, hier glaube ich nicht. Wo ist das andere? Da, Schweigen ist Gold, genau. It's been 3 days, and you still haven't said a word. Can you even talk? Am I allowed to talk? So you can talk. You may be a prisoner,
but I don't ever remember saying you were forbidden to speak. Well, why didn't you freaking say so in the first place? Thank the crystal. Maui says, don't open that mouth in front of strangers. Someone told me you saved my skin, so I just wanted to take this opportunity to say thanks and stuff. So, here's a few seconds of gratitude. On second thought, go back to not talking. What the fuck? Was geht denn mit der ab? Sonst ist sie immer so unglaublich schüchtern und redet überhaupt nicht und jetzt lässt sie so ein Schnoddermaul raus. Das ist ja seltsam. Das war sehr bizarr, muss ich sagen. Aber gut, warum nicht? Soll sie halt mal einen auf Schnoddermaul machen. Vielleicht macht sie es auch mit Absicht, um halt sich unkooperativ zu geben, sozusagen. Traue ich ihr zu. Ich glaube, Aria ist gar nicht so unnütz, wie sie immer wirkt auf den ersten Blick.